Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Three hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Carsten Thompson. Hallo. Irgendwas ist verkehrt, habe ich gerade gehört noch. Am Schluss der letzten Folge. Hier läuft doch schon das Material wieder. Das geht doch eigentlich ganz gut. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich muss das hier nur gerade reparieren. Ah ja, was reparierst du denn da? Falsche Richtung Gang. Wie, falsche Richtung? Der hat sozusagen... Also das verstehe ich immer noch nicht. Na egal. Ich dachte, der schießt von unten das... Ja, Titanium. Na, Titan hoch. Ja. Und der Punkt ist das dann unten für die Drohnenherstellung. Ja. Huch. Und das ist irgendwie ziemlich broken, wenn man einmal was Falsches auswählt da bei den Schleuderern, dann kann man das nicht mehr rückgängig machen. Also ah, ja. Irgendwie bringe ich das nicht auf die Reihe. Okay, naja gut. So, und deine Siliziumproduktion ist aber hier unten immer noch nicht so recht, ne? Weil du da jetzt ja, natürlich da die Hälfte abgreifst, oder? Was ist das eigentlich für ein Massebeschleuniger hier? Wo schießt der hin und was muss der da schießen? Oder was kriegt der da? Was machst du denn da? Ach, da baust du jetzt Silizium hin, ja? Ja. Oh, so eine Ecke gequält. Was ist denn das hier alles? Muss ich alles immer nicht verstehen hier. Nein, stopp. Nicht Sand hochschleudern. Shit. So. Wo geht das Blei eigentlich hin? Von da oben? Welches Blei? Achso, das geht runter den Kern. Na, wenn es dann mal ankommt. So, jetzt ist hier aber irgendwie... Oh, hier ist irgendwie Sand mit drauf gekommen auf irgendeinen Förderband. Ja, das ist ein kleines Problem. Ich mal kurz runtersammeln hier. Da, passt. So. Da habe ich da einen Sorter aufgestellt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Tresor und Container? Das hat noch mehr Platz. Vielleicht auch mehr HP oder so. Hä? Ah ja. Ja, okay, dann muss ich das da ein bisschen umfunktionieren. Umfunktionieren. Weil dann gebe ich ein Tresor statt ein Ding hin. Da kommt schon wieder Sand angeflogen. Ja, das war der letzte. Mehr kommt jetzt nicht. Jetzt warten, bis er hier hinten rauskommt, der Sand, damit ich ihn wieder aussortieren kann. Einen habe ich gekriegt schon auf dem Weg. Da ist er. Da ist der nächste. Gucken, wo der letzte bleibt. Da. Wo sind die Kreuzung? Sand. Ich finde die nie. Ich finde die Kreuzung nie im Menü. Die finde ich auch nicht, das ist merkwürdig. Kreuzung und Verdingensbögen. Verteiler, da suche ich mir jedes Mal einen Wolf. Keine Ahnung, warum das so ist. Was ist das denn hier? Eine Verbrennungsanlage? Was verbrennt denn da? Ja, das ist den Sand, den überflüssigen, der da reingerät, dann... Ja, verbrennt. Ah ja. Weil sonst kriegt man das da mit der Ecke nicht gescheit hin. Weil durch den Verteiler kommt entweder Sand oder Silizium. Weil es da so um die Ecke geht. Weil zu wenig Kohle ankommt. Ja. Da kann man bessere... Ware. 1,42. Oh, es kommen wieder große Bosse. Große Bosse? Ja, brauchst Hilfe. Ja, kann nicht schaden. Oh, wären auch immer mehr, ne? Da sind jetzt schon 9. Ich habe die Verteidigung auch ein bisschen angepasst. Ich habe alle... Also fast alle... Salben weggeschmissen und durch Zünder ersetzt. Oh. Jetzt hat sie mich angezündet. Hier fliegt einer durch. Ah, ist geplatzt. Hat's mich getroffen wieder. Die halten sich da oben jetzt wieder mit der Vorräder auf, ne? Ja. Komm mit hier runter. Hallo, Leute. Kommt mal dahin, wo es hier Bums macht. Kommen die Drohnen zurück?
Ah, jetzt hier. Du kommst auch genau dahin, wo du hin sollst. Upsala. Da soll er her. Wollen die nicht eins? So. Hallo, mein großer Freund. Na gut. War ja ein guter Spaß für ihn, ne? Ja. Versteht man auch, warum die sich so lange mit der Vorräder aufhalten. Hauptgang überleben sie nicht lang. So, jetzt ist hier Bleimangelware. Wie kommen wir denn dazu? Vielleicht sollen wir jetzt die ganzen Drohnen wieder bauen. Hm. Könnte sein. Aber Blei ist oben gerade voll. Also in der Base, meine ich. Ja, nee, hier auf dem Förderband ist das Mangelware bei der Produktion von der Stoßlegion. War auch schon 2k von, sehr schön. Ich will ein bisschen was forschen von. So, wer kommt jetzt hier an? Starten nicht möglich, 100 Menge Gegner. Jede Menge Bude. Oh, die haben es nicht mal an der Spannungsstoßlegierung vorbeigeschafft. So. Ja, schön, sehr schön. Also unsere Eieruhr funktioniert hier dementsprechend, ne? Eieruhr? So, aber irgendwie haben wir hier einen. Es kommt jetzt mehr Blei. Kommt jetzt mehr Blei? Wo kommt jetzt mehr Blei? Weil ich die eine Luftverteidigung nicht mehr brauche, weil ich alles auf Zünder umgestellt habe. Ah ja. Aber es wäre sicherheitshalber als Reserve auch nicht schlecht, wenn wir ein paar stehen lassen. Thomas, wenn sie bis da durch sind, ist es schon wurscht. Aber eben nicht. Wir werden sehen, also. Als nächstes kommen 10 Bosse. 9 sind ja jetzt nicht so weit gekommen. Warum baust du die Bleiproduktion an? Achso. Was? Er ersetzt sie durch größere. Achso. So. Redet er nicht mehr mit uns? Hat er gerade ein Mikrofon aus, oder? Ne. Redet er mit euch? Wir haben nichts gehört. Also. Oh. Wurde jetzt gefragt, wurdest, warum du die Bleiproduktion umbaust, hätte ich jetzt gedacht, dass du eine Antwort gibst auf diese Frage. Ja, ich dachte mir, wann man sie gerade sieht. Ja, Werke. Ja, aber ich sehe es doch nicht, ich bin doch ganz woanders. Was brauchst du denn da? Und warum ging das jetzt hier nicht so kurz rumzulegen, andersrum um den Strommast? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Weil ich jetzt da noch Wasser. Aufbaue. Ah ja, naja, gut. Jo, hier unten, das geht, das macht Energie, macht's auch genug, ne? Ja, sehr schön. Ich würde mal hier hinten noch ein paar Batterien aufstellen, einfach. Nur zur Sicherheit. Geiler. Die Kraftfeldprojektoren haben so eine blöde Größe. Was haben sie denn für eine Größe? Ja, also hier zumindest für die Ecke. Weil sie passen genau nicht dort hinein, wo es schön wäre, dass sie hineinpassen. Hm. Immer noch 1,1 Millionen mehr Strom speichern. Wer weiß, ob wir es jemals brauchen, aber wir können's. Wenn wir es. Sagen wir so, es schadet nicht. Genau. Sag mal, wollen wir so ein Flüssigkeitsdingsbums hier hinten vielleicht auch noch einmauern? Komplett? Dass die von der Seite.
Den wollte ich nachher ausbauen noch. Das war das denn nochmal, ja, meine ich ja. Aber ich wollte erst da die Luftverteidigung noch verbessern. Jo, mach das mal. So. Gut. Hätten wir den Kram auch geklärt, habe ich das auch mal gebaut. So, ja. Sieht doch schon wieder sehr gut aus hier. Also dieses Belt hier, da haben wir's, das sieht echt gut aus. Also mir gefällt das doch, wie das hier so runterkommt und die Farben sind auch schön. Wo? Was? Na hier bei dem unser Hauptbelt, was hier so runter geht. Also, ja. Sieht schon ganz cool aus. Ich habe irgendwo habe ich auch, ich glaube im Workshop oder irgendwo in der Community-Sektion von Steam, habe ich auch professionelles Bauen mir mal angeguckt. Naja, also... Da sind wir weit entfernt, oder wie? Nö, also... Ich hätte jetzt gesagt, so viel anders ist das auch nicht. So, 12 Bosse kommen. Was haben wir denn da schon? Ach, die kleinen Jungs haben wir hier. Hallo. Na? Huch. Hat's mich schon wieder erwischt. Ist ja gräuselig. Ey, wo wollt ihr denn da lang? Einer von uns? Nee. Nein. Der hat so einen roten Knopf in der Mitte. Guck doch mal in unsere Verteidigung. Na, oder Platz. War's das schon? Das war's schon. Ja. Piu, 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 piu. Warum reißt du das da ab? Weil das den Gegnerfluss von den Bodeneinheiten zu sehr beeinflusst. Die rennen dann woanders durch. Ach. Ich weiß auch nicht, wer das mit Spannungsstoßlegierungen da aufgebaut hat. Das war ich. Also. Aber habt ihr nicht letztes Mal gesagt, dann kriegen die Gegner Schocks? Ja, aber dort, wo sie aufgebaut waren, dann verändern sie die Richtung und gehen nicht mehr in die gewünschte Richtung. Und wenn man hier dieses Gesicht umbaut? Ja, das kannst du machen. Ich mach dir mal noch eine Nase. Nett von dir, dann kann er gut atmen. Ja, eben, ne? Ist ja auch nicht verkehrt. So, was, da willst du jetzt auch Spannungsstoß machen oder willst du. Ah. Oh. Verrat mal, was du vorhast. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Da kommt jetzt dann noch so eine Wand hinüber. Und dann kommen da die Wellendinger in die Mitte. Also geht das hier auch weg? Alles Spannungsstoßlegierung machen? Da drüber? Ja, genau. Jetzt hast du dort beim Schrott so wie mehr genug viele Batterien gebaut. Ich glaube, Materialien an sich haben jetzt keine großartigen Schwierigkeiten mehr. Oh je, 100 Gegner. Warte, ich muss kurz die Einheiten aktivieren. Oh Gott, oh Gott, was ist das ein Durcheinander hier? Piu, 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 piu.
Diese nervösen Dinger da einfach klingen, ne? Ja. So. Und hier willst du denn auch Wasser reinlegen und einen Wasserturm oder wie? Ja, was? Genau. Okay. Dann kannst du auch Reparaturheinis damit reinbauen, ne? Ja. Also. Deshalb auch ein bisschen mehr Platz. So, aber das Problem ist nur die Stromleitung hier. Da muss man irgendwie schauen, vielleicht können wir die anders legen. Aber bezweifle ich. Weil selbst große. Wie möchtest du denn das aufbauen? Warte, hier oben noch Spannungsstoßlegierung. Zwei Felder. Ja, baue ich rein. So, so. Hier würde ich dann die Wellen bauen. Ist jetzt ein zu hoch hier, ne? Und dann. Ja, das passt, aber ist ja wurscht, da kannst du gerne dran nehmen. Das sieht aber nicht so schön aus. Ja. Da muss man leider sehr oft asymmetrisch bauen. Wieso? Ja, weil die Umgebung nicht passt. Asymmetrischen Labor. Stell dir vor, ich würde die Verteidigung nur symmetrisch bauen, dann hätten wir. Kleine Fixateure. Genau. Mehr geht ja nicht. Ja. Braucht es irgendwie noch mehr Silizium an einer Stelle? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Naja, guck mal bei der Produktion von dem Elektrozeug, was da jetzt so mangelt. Momentan mangelt dort Kupfer, wie das aussieht. Ja, ganz oben kommt kein Silizium an, weil da habe ich ein bisschen. Wo ganz oben kommt kein Silizium an? Hier, da habe ich unten eine Produktion gebaut. Und die Wasserextraktoren nie. Ganz gute Auslastung. So. Ja, Tanks müsstest du auch bauen, ne? Damit du dann. Ja, ja. Sozusagen ein Reservoir hast, in Friedenszeiten volllaufen lassen, in. Huch, Entschuldigung. Warte mal, alles ab. Ja, ich bin mit der Taste abgerutscht. Okay, die füllen sich mit Wasser. Muss ich aus dem. Oder? Achso, die brauchen Strom. Ah, mhm, ich brauche Strom. So. So. Ich meine, wenn sie bis da durchbrechen, dann ist es eh schon egal. Gut, jetzt kommen schon mal 100 Gegner hier, die kann man ja dann schon mal uns angucken. Hier, was sind das für welche? Warte mal, das sind glaube ich die. Die Feuerspucker. Ja. Guck mal. Einen habe ich schon kaputt gemacht. Ach, guck mal hier, wie schön die da Blitze kriegen von der Mauer. Ja. Das, da gehen die ja schon einige bei drauf. Gott, das ist ja geil. Schön.
So, und jetzt kommen die Feuerdinger und wir haben dann eine ganze Reihe Wassertürme stehen. Hm. Das sollte jetzt sozusagen eigentlich auch ganz schnell gelöst sein, das Problem. Ja. Und die löschen gleich unsere Mauern, das ist auch praktisch. Das, kannst du die zurückrufen, die Einheiten? Nee, weiß nicht, wie es geht. Ja. Da ist der Thomas, weiß, wie es geht. Ah ja. Ah nein, so Rückzug. So. Gut, okay, aber die Folge ist jetzt erstmal hier beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.